Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ute Bechtor, ich bin die Direktorin des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen und ich begrüße Sie und euch alle am Bildschirm ganz herzlich. Ich freue mich sehr, eine Online-Ausstellungseröffnung moderieren zu dürfen und vor allem erstmal unseren Ehrengast zu begrüßen aus Berlin, Elizabeth Horst, die gesandte Botschaftsrätin für Presse, Kultur, Öffentlichkeitsarbeit, Austausch, Bildung und noch vieles mehr. Ich werde sie gleich noch vorstellen. Herzlich willkommen auch an Isabel Kleiber von der Abteilung für Amerikanistik. Wir haben schon häufiger zusammengearbeitet. Neu im Team hier heute Abend ist Nina Reuter. Sie wird nachher noch sprechen für das Indianer Inuit Film Festival und uns auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht ganz kurz über das Deutsch-Amerikanische Institut. Uns gibt es seit einiger Zeit, seit fast 70 Jahren. Und wir haben immer wieder auch Themen aus dem Bereich Diversity. Wir hatten schon Fotoausstellungen von Black Artists. Wir haben jetzt zum zweiten Mal eine Fotoausstellung aus dem Bereich First Nations, Native Americans, Ureinwohnerinnen und Ureinwohner. Und ich freue mich sehr, dass das ein Thema ist, das nicht nur uns hier interessiert, sondern auch deutschlandweit eigentlich sehr nachgefragt wird und auch von großem Interesse ist. Der heutige Abend ist kürzer als gedacht. Wir hatten nämlich eigentlich vor, einen Weihnachtsempfang dran zu hängen. Das ist online tatsächlich etwas schwierig und das Get-Together und das Socializing, was unsere DAI-Besucherinnen und Besucher so gerne mögen, das verschieben wir auf die nächste Ausstellungseröffnung und da ist diese Welle der Pandemie ganz bestimmt vorbei. 4.5. kann man sich schon mal gut merken. Einfach schon mal im Hinterkopf behalten. Da machen wir dann einen schönen Empfang und ehren auch unsere langjährigen Mitglieder, wie wir das immer so gerne an Weihnachten tun. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind, trotz allem. Ich hoffe, Sie bleiben gesund und sicher. Und jetzt möchte ich kurz sagen, wie der heutige Abend abläuft. Wir hören erst das Grußwort von Elizabeth Horst. Dann gibt es eine Einführung in die Ausstellung von Dr. Isabel Kleiber. Das wird so etwa 20 Minuten plus gehen und sie wird uns die Welt der Native American Fashion näher bringen. Und dann haben wir noch Nina Reuter, die was zum Filmfestival sagen wird, in dessen Rahmen wir ja auch diese Ausstellung zeigen. Elizabeth Horst, sie ist heute schon in Tübingen gewesen und sie ist schon sehr häufig in Tübingen gewesen. Sie hat nämlich eine lange Geschichte mit Tübingen seit 1989-90, wo sie ihr Austauschjahr von der University of Kansas hier verbracht hat. Sie hat Geschichte und Deutsch studiert und hier auch sehr fleißig Deutsch gelernt. Wir haben heute das ehemalige Wohnheim im Fichtenweg besucht zusammen und hatten sehr viel Spaß auf dem Dach, wo wir dann auch geschaut haben, wie schön ist das eigentlich da oben, wie ist die Schwäbische Alb und wie ist es in der Küche im Wohnheim, also auf den Spuren ihrer Vergangenheit. Das war ein sehr schöner Nachmittag und wir haben natürlich auch über das Thema Alumni und Austausch geredet, zusammen mit der Universität Tübingen. Danach hat sie studiert an der University of Chapel Hill, North Carolina. Das ist eine Partneruniversität der Universität Tübingen. Auch da lassen sich natürlich viele Fäden finden. Sie hat eine sehr spannende Karriere, was ihren diplomatischen Dienst angeht. Ich will jetzt nur erwähnen, dass sie auch stellvertretende Botschafterin in Tallinn, Estland war. Sie hat in der Ukraine gearbeitet. Sie hat in Afghanistan gearbeitet, in Moskau, in Pakistan und hat aber eigentlich immer ihr Herz für Deutschland ganz nach oben gehängt und hat gesagt, ich will irgendwann wieder dahin. Und jetzt ist sie da und sie ist live in Tübingen, sie ist live im DAI und deshalb sieht man auch im Hintergrund Get Connected. Yes, we are connected. Thank you so much for coming, Elizabeth. The floor is yours. Vielen Dank, Ute. Es ist wirklich eine Freude, hier im DAE zu sein. Und es war ein ganz toller Tag. Schade, dass wir nicht alle zusammen sind, aber das ist es jetzt im Dezember. Aber wir freuen uns auf die Möglichkeit, wenn endlich es eine große Empfang wieder hier ist. So.
Wie gesagt, es ist mir eine Freude, an der virtuellen Eröffnung dieser Ausstellung teilzunehmen, die einen Aspekt der Kunst und Kultur der amerikanischen Ureinwohnerinnen und Ureinwohner zeigt, der immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Diese Ausstellung ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie das DAI Tübingen auf kreative Weise Aspekte aus Kultur, Gesellschaft, Politik und andere Sachen der Vereinigten Staaten beleuchtet und in einen Zusammenhang stellt. Nächstes Jahr feiert das DAI Tübingen, das früher einmal ein Amerika-Haus war, sein 70-jähriges Bestehen. Die Amerika-Häuser, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurden, haben stets eine wichtige Rolle für die transatlantische Beziehung gespielt. Sie wurden zum Eckpfeilern der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Wie Ute schon erwähnt habe, ich war selbst Ende der 80er Jahre als Austauschstudentin in der Universität Tübingen. Und das Jahr, was ich hier verbracht habe, war ein Grund, weshalb ich mich für eine Laufbahn als Diplomatin entschieden habe. Ich danke daher dem Regierungspräsidium Tübingen, der Landesregierung von Baden-Württemberg und der deutschen Bundesregierung für ihr großes Engagement für die persönliche Beziehung zwischen den Menschen in unseren beiden Ländern. Mein Dank gilt auch den Kuratorinnen und Förderern dieser Ausstellung. Die Fotografien der auf dem Native Runway präsentierte Mode zeigen, wie die Einflüsse amerikanischer Ureinwohnerinnen und Ureinwohner unsere Gesellschaft prägen. Ein bisschen auf Englisch. To innovate, we often look ahead, but sometimes the best way forward is found in traditional knowledge. And as Ann Walters, a Native American poet, wrote, it is in remembering that our power lies and our future comes. This is the Indian way. Sustainability is a major topic in the fashion industry right now, and understanding indigenous knowledge can help move the fashion industry in a more sustainable direction. Traditionally, indigenous communities in America and other parts of the world live in balance with Mother Earth. A major principle of that tradition is that you should never take more than what you need. And to honor the earth, you should use every bit of what you do take. Techniques and knowledge that have been passed on through stories and designs that are in turn reflected in the clothing that is made and worn and reworn. Those stories, those designs, and those principles are what we see in the haute couture fashions on the Native runway. Last month was Native American Heritage Month in the United States. And in a White House proclamation, President Biden acknowledged that, quote, far too often in our founding era and in the centuries since, the promise of our nation has been denied to Native Americans who have lived on this land since time immemorial. The United States of America was founded on an idea that all of us are created equal and deserve equal treatment, equal dignity, and equal opportunity throughout our lives. But in our history, though we have always strived to live up to that idea and have never walked away from it, the fact remains that we have fallen short many times, end quote. This exhibit is a unique way to honor the rich ancestry and cultural roots of Native Americans. And most importantly, it also provides inspiration for the future. Zum Schluss, besonderer Dank gebührt dem Filmfestival Indiana Inuit, der Abteilung für Amerikanistik der Eberhard Karls Universität Tübingen und allen, die an der Zusammenstellung und Kuratierung dieser Ausstellung mitgewirkt haben. Ich hoffe, dass sie ein großer Erfolg wird und kann nur allen empfehlen, sie sich anzuschauen. Es ist wirklich toll. Die Fotos sind so imponierend. Ich verspreche, dass ich nächstes Jahr auch wieder in Tübingen mit dabei sein werde, um mich persönlich mit den Freundinnen und Unterstützern des Deutsch-Amerikanischen Institutes auszutauschen. Vielen Dank. Wieder auf Ute. Ja. Genau. Vielen Dank, Elisabeth. Da bist du. Ich bin. Ah, okay, muss ich selber anschalten. Gut, Entschuldigung. Deine Stimme ist auf jeden Fall da. Die Stimme ist da, wunderbar. Ja. Dann Daniel, unser Techniker, ich kann mein Video nicht anschalten, weil der Host es gestoppt hat. Ja.
Soll ich das Wort einfach weiter an Isabel Nein, nein, es klappt, es klappt. Er schaltet mich gleich wieder frei. Mein Video starten. Jetzt geht es. Sorry. Also, ich bin wieder da, zu hören und zu sehen. Nur ganz kurz, ganz herzlichen Dank, Elisabeth. Ich habe das Versprechen gehört, dass du wieder kommst. Und wir freuen uns jetzt schon auf deinen Besuch. Ich glaube, das wäre wunderbar, wenn wir uns noch weiter austauschen könnten an der Uni und auch hier im Deutsch-Amerikanischen Institut. Also, dann würde ich jetzt das Wort übergeben an Dr. Isabel Kleiber, die ist schon sehr lange hier an der Amerikanistik unterrichtet und bestimmt schauen auch viele Studierende zu, das hoffe ich jedenfalls. Das würde mich sehr freuen. Ich will nur ganz kurz ein paar Dinge über sie sagen. Sie ist die Autorin von Gender und Genie, Künstlerkonzeption in der amerikanischen Erzählliteratur des 19. Jahrhunderts. Ihre Forschungsschwerpunkte, die natürlich auch in die Lehre einfließen, sind Gender Studies, African American Studies, Kulturen und Literatur der amerikanischen Ureinwohner, sowie amerikanische Literatur und Kultur des 19. Jahrhunderts und so weiter. Also die Liste ist relativ lang, die wir gefunden haben. Und ich weiß, dass sie an ihrer Habilitation arbeitet. Oder ist sie schon fertig, Isabel? Fast, aber fast bestimmt. okay, und genau. Was jetzt in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, dass sie bereits wie vor 2 Jahren, nämlich ein Seminar zum Thema unterrichtet, auch eng verbunden mit dem Filmfestival und ihre Studierenden darauf vorbereitet, unter anderem hier am Institut Führungen durch die Ausstellung zu geben. Also sie werden, wenn sie hierher kommen und eine Führung buchen wollen, entweder in einer kleinen Gruppe oder vielleicht auch in einer, naja, größere Gruppen wird es nicht geben, aber kleinere Gruppen sind möglich, dann werden sie quasi hochqualifizierte Einführungen bekommen, weil nämlich von Isabel Kleiber darauf vorbereitet. Die sind natürlich kostenfrei, so wie die ganze Ausstellung natürlich auch. Dazu sage ich später noch was. Ich muss auch leider sagen, dass wir eigentlich erwartet hatten, dass Amber Dawn Beer-Robe, die Executive Director of the Fashion Show, dass wir sie zuschalten können. Aber da sie im Moment im Auto sitzt nach Las Vegas, hat es leider jetzt von der Zeit her nicht geklappt. Aber umso besser werden wir sie begrüßen können bei ihrem Artist Talk Ende Januar am 31.01. um 19.15 Uhr. Und das wird auch online dann gemacht werden. Also Ende Januar werden wir die Künstlerin, die Kuratorin, eine der Kuratorinnen der Fashion Show auch hier begrüßen können. Aber jetzt gebe ich das Wort gerne weiter an Isabel Kleiber. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich sehr auf deine Einführung. Vielen Dank, Ute, für die nette Einführung. Ich bin, freundliche Einführung, ich versuche gerade mein Bildschirm zu teilen. Funktioniert das? Ja, wunderbar. Also, ich freue mich wirklich sehr, Ihnen heute Fotos von den letzten beiden in Präsenz stattgefundenen Haute Couture-Modeschauen des Indian Markets in Santa Fe vorstellen zu dürfen, und zwar aus amerikanistischer, kulturwissenschaftlicher Perspektive. Corona-bedingt heißt die letzten zwei in Präsenz 2019 und 2021. 2020 fand die Fashion Show digital statt. Der Indian Market, der immer am letzten Wochenende im August in Santa Fe stattfindet, ist ein kulturelles und künstlerisches Großereignis mit zuletzt rund 150.000 BesucherInnen. Es ist die größte indigene Kunst- und Kunsthandwerksmesse in den USA. Vor 99 Jahren, also 1922, wurde er mit einem Dutzend Ständen für die Förderung des indigenen Kunsthandwerks gegründet. In seiner heutigen Form, das heißt unter indigener Regie, begann der Indian Market 1964, indem er indigenem Kunsthandwerk und indigener Kunst eine autonome Ausstellungsplattform bot. Heute stellen dort weit über 1000 AusstellerInnen aus über 100 indigenen Nationen aus. Wie wir bereits gehört haben, kuratiert Amber Dawn Beer-Robe von der Siksika Nation seit 1914 für die Southwestern Association for Indian Arts, kurz SWIA, jedes Jahr die größte indigene Fashion Show der USA. Die SWIA Fashion Show kooperiert seit diesem Jahr mit der Vancouver Indigenous Fashion Week, der Indigenous Fashion Week Toronto
und Supernaturals Modeling. Durch diese Vernetzung wird sie zunehmend auch für über die indigene Community hinaus sichtbar. Dies wird weiter gefördert durch die Auszeichnungen und Preise, die dabei vergeben werden. Und viele der im DAI ausgestellten ModedesignerInnen haben bereits etliche Preise gewonnen. Die Fashion Show zeigt indigene Traditionen und Designs in hier und heute, wie sie in Mode, Schmuck und Accessoire-Entwürfen kreativ und künstlerisch umgesetzt werden. Dabei gehen indigene Mode- und Haute-Couture-Designs bewusst und explizit über oberflächliche Schönheit hinaus und führen vor, wie indigene Kleidung sie sich verbindet mit indigenen Werten und Weltanschauungen, indigenem Wissen, selbstbewusster, autonomer Identität und indigener Geschichte. Auch geht es dabei niemals nur um die individuellen Designerinnen, sondern immer auch um ein kulturelles und oft politisches Statement. Amber Dawn Bearrock stellt klar, dass Begriffe wie indigene Tradition und Authentizität westliche Erfindungen sind. Diese Konzepte legen das Kunsthandwerk und die Kunst von Indigenen unnötig in die Vergangenheit fest, die für nicht-indigene Menschen authentisch erscheinen, weil sie deren Indianerbild entspricht. Amber Dawn Bearrock sagt, zitiere, Culture is always changing. Tradition is always changing. Tradition and culture are living, breathing entities. Das heißt, Kultur befindet sich im Wandel. Tradition befindet sich im Wandel. Tradition und Kultur sind etwas Lebendiges. Sie atmen. Es ist diese Resilienz und Lebendigkeit, die Swire Fashion Show und ihre ModedesignerInnen mit ihren Kreationen und ihren Models feiern. Mode und Modeschauen haftet gemeinhin der Marke der eitlen Oberflächlichkeit an. Im Rahmen der indigenen Fashion Show geht es allen Beteiligten allerdings primär um etwas ganz anderes und weit mehr als ihre persönliche Selbstverwirklichung oder gar ihre Eitelkeiten. Neben und in der Freude an neuen Designs geht es den ModeschöpferInnen darum, ihre jeweilige Kultur zu leben und in ihrer Mode Ausdrucksformen dafür zu finden. Damit erreichen sie kulturelle Souveränität, Selbstbewusstsein und lebendige Resilienz angesichts der generationenübergreifenden Traumata, die die indigene Bevölkerung erlebt hat und noch erlebt. Um diese Bedeutungsdimension der indigenen Fashion Show voll ermessen zu können und um zu verstehen, wogegen sich diese DesignerInnen richten, müssen wir etwas ausholen. Das vorherrschende Bild von Indigenität in Nordamerika ist immer noch stark geprägt von den Klischees der Indianer aus den Medien, allen voran in Western, Kinderfilmen und Fotografien. Gerade die Fotografie wurde schon bald nach ihrer Erfindung als vorrangiges Medium für die Produktion, Verbreitung und Konsolidierung der Ideen vom Stereotypen Indianer. Dabei spielte dessen Kleidung eine wichtige Rolle. Das Bild, das immer noch in den meisten Köpfen umhergeistert, ist das des im Tipi lebenden sogenannten Prärie-Indianers, mit Lederlendenschutz oder ganz in Hirschleder gekleidet, mit oder ohne dekorativ. Ich glaube, es ist die Freigabe. Seht ihr es wieder? Meiner Darstellung nach müsstet ihr die Präsentation wieder sehen, es tut mir leid, aber die war gerade weg. Ja, okay. Die Referentenansicht. Okay, Sekunde. Moment, die Technik. Ja. Haben wir es jetzt? Leider nein. Okay, ich probiere es gerade nochmal. Jetzt probieren wir es nochmal hier. Hm.
Können wir das irgendwie... Seht ihr es jetzt? Ah, Nina sagt ja, wunderbar. Ihr seht es, okay. Nach meiner Darstellung sieht man es nicht, aber alles gut. Wenn ihr es seht, ist gut. Dann mache ich jetzt weiter. Entschuldigung für die Unterbrechung. Ich war beim vorherrschenden Klischee des Indianers, wie er aus den Medien entstanden ist. Und dieses Bild ist immer noch geprägt von dem im Tipi lebenden sogenannten Prärie-Indianer in Linden, Lederlendenschutz oder gar in Hirschleder gekleidet, mit oder ohne dekorative Fransen und Perlenstickereien, aber verlässlich mit mindestens einer Feder im geflochtenen Haar, vorzugsweise mit einem umfangreicheren Federschmuck. Dabei sitzt er entweder auf einem Pferd oder tanzt zu Trommelrhythmen um ein Lagerfeuer. Er gilt als primitiv und unzivilisiert. Oft wird er als brutale Bestie verteufelt, während die Romantisierung als edler Wilder à la Winnetou letztlich auch kaum besser ist. Freilich existieren mittlerweile auch andere Vorstellungen jenseits der Stereotypen des Prärie-Indianers und des kriminellen Alkoholikers. Zum Beispiel zeigen Nachrichtenbilder florierende Casinos auf Stammesland, die teils misstrauisch beäugt werden, als wären die Einnahmen irgendwie nicht rechtmäßig. Aber auch indigene Aktivisten, Aktivistinnen im politischen Protest sind heute sichtbar. Zum Beispiel in Protesten gegen Pipelines, die durch Stammesgebiet gebaut werden oder im Zusammenhang mit anderen Umweltthemen. Interessanterweise schafft es diese neue mediale Präsenz nicht, das Hollywood-Klischee völlig auszulöschen. Vielleicht liegt es daran, dass diese neue Präsenz so anders gebunden ist, so dass die Vielfalt und Heterogenität der heutigen indigenen Bevölkerung Nordamerikas nicht in den Mittelpunkt rücken kann. Aber zurück zum 19. Jahrhundert. Der Hauptquelle des heutigen Klischees. Nachdem der Westen der USA zur Besiedlung durch Euroamerikaner freigegeben worden war, war der primitive Indianer nach gängiger Meinung dem Untergang geweiht. Wohlmeinende Ethnografen beeilten sich, die scheinbar untergehenden Kulturen der vermeintlich letzten Indianer für die Nachwelt zu dokumentieren. Ihr erwarteter Untergang legte eine romantisierende Sichtweise nach. Auch Edward Curtis' berühmte Indianerfotografien, die Sie auch hier sehen, zumindest drei davon, veröffentlicht in The North American Indian zwischen 1907 und 1930, verfolgten unter anderem diesen Zweck. Curtis lebte viele Jahre bei und mit verschiedenen indigenen Stämmen, lernte ihre Feldsichten und Lebensweisen kennen und schloss Freundschaften. Daher hätte er zu vielen seiner rund 30.000 Fotografien eine Geschichte erzählen können. Dennoch wurden seine Fotos oftmals kommentarlos oder unter pauschalisierenden Titeln, wie zum Beispiel Sioux Chiefs, publiziert und verkauft, sodass die abgebildeten Menschen nicht als Individuen, sondern als Repräsentanten verstanden wurden. Außerdem inszenierte er oftmals den fotografierten Moment. Er ließ seine Modelle für Fotos beispielsweise traditionelle Kleidung, teils Ornat, anlegen, auch in dafür nicht vorgesehenen Situationen. Er retuschierte westliche Gegenstände aus den Bildern heraus, zum Beispiel eine Uhr, und versah sie mit romantisierender Sepia-Färbung. Oder er sah davon ab, assimilierte Indigene überhaupt abzulichten, da sie in seinen Augen nicht authentisch genug waren. Auch wenn er seinen Fotomotiven mit Respekt begegnete, so beförderten seine Bilder am Ende doch ein stark romantisiertes, scheinbar zeitloses Indianerbild, das sie doch klar in der Vergangenheit verhaftet blieb. Die klischeehaften Darstellungen indigener Menschen in den Western Hollywoods schrieb diese Praxis fort und verfestigte die Idee vom primitiven Wilden, der im Sinne eines Sozialdarwinismus in den modernen Mehrheitsgesellschaften Nordamerikas zum Untergang verdammt war. Hollywood trug so maßgeblich zu einem vereinheitlichten und reduktionistischen Bild der Indianer bei. Im Western, egal wo sie spielten, wurden Indigene immer als die vorhin bereits erwähnten Prärie-Indianer dargestellt. Dabei wurden Elemente verschiedener indigener Kulturen wild zusammengewürfelt und andere frei dazu erfunden. Die Vorstellung von dem Indianer als Typus ignoriert die überwältigende Heterogenität der heute lebenden indigenen Bevölkerung. Gibt es doch in den USA über 570 auf Bundesebene anerkannte indigene Stämme und Völker und in Kanada über 630 anerkannte First Nations
die sich untereinander durch ihre jeweils eigene Kultur, Sprache und Spiritualität oder Weltanschauung voneinander unterscheiden. Die Klischeebilder trugen außerdem dazu bei, dass heute lebende Native Americans und First Nations nicht mehr als echte und authentische Indigene wahrgenommen werden, solange sie sich nicht kleiden wie die in Hollywood dargestellten Indianer oder im zeremoniellen Ornat und somit sichtbar als indigen zu erkennen sind. Funktioniert der Bildwechsel? Ich bin mir nicht sicher. Hat er funktioniert? Sind wir weiter? Nein? Ha, nicht. Dann probiere ich noch mal kurz so. Jetzt müsste er da sein. Hoffe ich. Oh je, geht nicht. Wir sehen ein PowerPoint-Fenster. Okay. Notizformat, okay. Ah je, die Technik. Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. Seht ihr die, ihr seht aber trotzdem die Folie. Ja, dann probieren wir es vielleicht einfach so. Ja, dann probieren wir es einfach so, in der Hoffnung, dass es so vielleicht, dass man zumindest nachvollziehen kann. Also, die sozialdarwinistische Vorstellung vom aussterbenden primitiven Indianer kulminierte in einer grausamen Assimilationspolitik, denn diese setzte sich die Zivilisierung der indigenen Bevölkerung zum Ziel, indem sie die ursprünglichen Kulturen auslöschte und durch die westliche Kultur ersetzte. Auf politischer Ebene war man der festen Überzeugung, die zum Untergang geweihte indianische Lebensweisen müssen ausgerottet und überwunden werden, um die indigenen Menschen zum Überleben in der modernen amerikanischen Mehrheitsgesellschaft zu befähigen. Dieses Ziel wurde ganz systematisch verfolgt, und zwar in den sogenannten Boarding Schools oder Residential Schools. Das sind Internatsschulen, für die die indigenen Kinder aus den Familien gerissen wurden, oft auf tausende, hunderte oder tausende Kilometer weggebracht wurden, Internatsschulen, wo ihnen unter Strafe verboten war, ihre Sprache zu sprechen und ihren Lebensweisen nachzugehen oder ihre Spiritualität zu leben. Probiere ich mal hier, ob man das jetzt sieht. Okay. Okay. Nach ihrer Ankunft in diesen Internaten wurden ihnen erstmal die Kleider abgenommen. Sie wurden gebadet und dann schnitt man ihnen die Haare. In den Boarding Schools waren traumatische Orte physischer und seelischer Grausamkeit und die ganze Generationen wurden darin kulturell entwurzelt. Das offizielle Motto lautete "Kill the Indian to save the man". Die in Anführungszeichen erfolgreiche Zivilisierung und Assimilation der indigenen Schüler und Schülerinnen wurde oftmals in Vorher-Nachher-Fotografien dokumentiert, wie wir sie hier sehen. Auch hier spielte die Kleidung eine entscheidende Rolle, denn sie galt als Indiz der ursprünglich wilden Identität beziehungsweise der erfolgreichen Zivilisierung der abgelichteten Personen. Und Sie können ja auch in den Bildern sehen, die indigenen Personen anfangs bei den Vorherbildern Kleidung tragen, die indigene Motive beinhalten und Elemente, auch Gegenstände, die dann ersetzt werden durch westliche Anzüge und Schürzen und so weiter. Zugleich, wurde unter anderem zeremonielle indigene Tracht gesetzlich reglementiert, nämlich 1883 im Code of Indian Offenses. Dieser Kodex
kriminalisierte die religiösen Komponenten indigener Kulturen und stellte die Ausübung spiritueller Praktiken unter Strafe. Der Kodex stellte damit auch das Tragen zeremoniellen Ornats und anderer sakraler Gegenstände unter Strafe. Es sollte bis 1978 dauern, bis der American Indian Religious Freedom Act endlich die Beschränkung der Religionsfreiheit der indigenen Bevölkerung aufhob. Hinzu kommt, dass sich die westlich geprägte Streetwear ebenso wie die Haute Couture bei indigenen Kulturen und ihren Designs frei bedienten. Diese Plagiate und Zitate und Aneignungen zeugen von der Ignoranz gegenüber indigenen Kulturen ebenso wie von dem fehlenden Bewusstsein dafür, dass indigene Kleidung keine wertneutralen und äußerlichen Kostüme sind. Zum Beispiel benutzte die Bekleidungskette Urban Outfitters das 2012 sakrale Elemente und Symbole der Diné- oder Navajo-Kultur in ihrer Kleidung und lud so zu Kulturvoyeurismus ein. Es brauchte einen 5-jährigen Prozess, um dagegen vorzugehen. Außerdem gefährdeten sie durch die Massenproduktion die uralten Diné-Kunsthandwerkstraditionen der Webstick- und Perlenarbeiten. Erst nach einem 5-jährigen Gerichtsverfahren wurde dieser Fall zugunsten der Diné entschieden und die anstößige Ware konnte aus den Regalen genommen werden. Auch auf dem Laufsteg fand kulturelle Aneignung statt, etwa in Form der so indianischen Federhaube als exotischem Accessoire. Wie das Beispiel der Dessous-Kette Victoria's Secret zeigt, dauert es trotz Protesten lang, bis indigene Elemente endgültig von den Laufstegen verbannt werden. Das linke Bild zeigt einen Fall von 2012, das nächste von 2017. Man hat da nicht draus gelernt. Das hier skizzierte historische Spektrum, ebenso wie die kulturelle Aneignung der heutigen Modeindustrie, bilden den Hintergrund für die indigenen Modedesigns in der Swire Fashion Show. Wenn indigene ModeschöpferInnen ihre jeweilige Kultur mit all dem Wissen um die Bedeutung der verwendeten Elemente in ihren Kreationen zum Ausdruck bringen und feiern, so sind dies Akte der kulturellen Resilienz und visuellen Souveränität. Visuelle Souveränität meint die autonome Selbstbestimmtheit der indigenen Bevölkerungen in ihrer optischen Repräsentationen. Dies geschieht sowohl in den Modekreationen selbst als auch in den Fotografien davon, wie Sie in DIA sehen können. Dabei spielen die indigenen Elemente oft subversiv mit den etablierten Klischees. Es wäre allerdings ein Missverständnis, indigene Haute Couture auf einen direkten visuellen und modischen Gegendiskurs zu reduzieren, denn dieser stünde wieder in Abhängigkeit von den westlichen Klischees. Die ModeschöpferInnen der Swire Fashion Show verstehen ihre Kreationen als Kunstwerke, individuelle und handgearbeitete Einzelstücke. Zugleich sind sie auch Ausdruck der indigenen Nation sowie der indigenen Community insgesamt in ihrer ganzen Diversität. Vielen außenstehenden Betrachtern ist oft nicht bewusst, was Tradition hier bedeutet und warum sie nur mit Ehrfurcht und großer Verantwortung verwendet werden kann. Crystal Wall, die in Juneau, Alaska zusammen mit ihrem Bruder Rico Wall für ihre indigene Lifestyle-Marke Tricks the Company designt, sagt hierzu: What you see and experience has been developed over thousands of years. These facts are near impossible to explain to those from non-indigenous cultures. Was man in der Mode sieht, in der indigenen Mode heißt, meint sie hier, und erlebt, wurde über Jahrtausende entwickelt. Das ist Menschen aus nicht-indigenen Kulturen kaum vermittelbar. Und Sie sehen hier zwei Designs von den Wall-Geschwistern. Im Folgenden möchte ich anhand einiger Beispiele illustrieren, wie in indigener Haute Couture aus dezidiert moderner indigener Sicht die eigene Identität selbstbewusst gefeiert wird und dabei kreative Adaption und Subversion mit Gesellschaftskritik zusammenspielen. Die in den Fotos gezeigten Modekreationen sind oft eng verwoben mit der eigenen Kultur, ebenso wie mit der eigenen Familie und Familiengeschichte der DesignerInnen. Denn Shosho Esquiro, die Casca Dena Cree an schottischer Abstammung ist, ein Kleidungsstück entwirft, so tut sie das aus ihrer spirituell-kulturellen Verankerung und aus ihrer Familiengeschichte heraus. Sie sagt,
I take in everything, my surroundings, the people I meet, the land, the animals, and my love for my culture and people. I design to express myself. I like to think what I'm doing isn't much different than my ancestors. The pieces I create first start with prayer and use many different materials, some sourced from the Yukon, even family, such as links from my Uncle Amos. My work holds deep meaning to my legacy, my impact, and how I contribute and also work with and encourage those that will come after me. Ich sauge alles in mich auf, meine Umgebung, die Menschen, denen ich begegne, das Land, die Tiere und meine Liebe zu meiner Kultur und meinem Volk. Ich entwerfe Mode, um mich auszudrücken und denke, dass ich damit nicht viel anderes tue als meine Vorfahren. Die Kleidungsstücke, die ich entwerfe, beginnen im Gebet. Ich verwende die unterschiedlichsten Materialien, manche aus dem Yukon gewonnen, manche stammen von meiner Familie, wie zum Beispiel das Luchsfell von meinem Onkel Amos. Die Bedeutung meiner Arbeit liegt in meinem kulturellen Erbe und in ihrer Wirkung auf kommende Generationen, die ich ermutigen möchte. Zitat Ende. Vor dem vorhin geschilderten historischen Hintergrund der traumatisierenden Zwangsassimilation in Internaten, wo man ihnen unter anderem auch die Kleidung und alles wegnahm, was ihre kulturelle Verankerung in ihrem Land hätte stehen können, wird klar, wie existenziell bedeutsam indigene Modekreationen wie die von Xochitl Esquivel sind. Sie erlauben es, die eigene uralte Kultur heute und modern in materiell-ästhetischer Form zu leben. Das kann heilend und ermächtigend wirken. Ein Beispiel ihrer Arbeiten ist Ascension, in etwa Aufstieg, in die sie die Tatzen eines Luchses, den sie von ihrem Onkel erhielt, ebenso einarbeitete, man sieht das hier, wie aus Seide gewebte Gebetstücher, Kaninchenfell, Samt, Seide, Platin, Silber und 24.000 Perlen. Allein die Wahl der verwendeten Materialien zeigt ihre enge spirituelle Verbundenheit mit dem Land, ihrer Kultur und ihrer Familie. Dabei versteht Xochitl Esquivel ihre Kreationen ausdrücklich als politische Statements, über die sie in einen echten Dialog mit der in diesem Fall kanadischen Regierung, über den Genozid an der indigenen Bevölkerung treten möchte. Vielen der indigenen ModeschöpferInnen geht es um die Stärkung, das Empowerment der indigenen TrägerInnen ihrer Kleidungsstücke. Sie sollen sich darin wohl, stark und schön fühlen, gerade weil die weiße Mehrheitsgesellschaft indigenen Frauen über Jahrhunderte diese Schönheit und dieses Selbstwertgefühl abgesprochen hat. Dabei verbinden viele der Modedesigns Schönheit zum einen in der ästhetischen Qualität der Kleidungsstücke, die teils aus kostbaren Materialien gefertigt sind, mit dem Empowerment, das aus dem Bewusstsein erwächst, Kleidungsstücke zu tragen, die Ausdruck der eigenen jahrtausendealten kulturellen Werte sind. Daher bilden zum Beispiel bei der Modedesignerin Patricia Michaels, Taos Pueblo, Kleidungsstück und Trägerin eine Einheit. Sie sagt, my clothes tell a story where the wearer gets to incorporate their own history and energy into the garment. Meine Kleidungsstücke erzählen eine Geschichte, wobei diejenigen, die sie tragen, ihre eigene Geschichte und eigene Kraft in sie hineintragen. Auf diese Weise gewinnen die Kleidungsstücke eine lebendige Komponente, da sie sowohl Ausdruck der Kreativität und Kultur der Designerin als auch der Identität der Trägerinnen sind. Auf diesem Bild, das Sie hier sehen, auch auf der Karte zu sehen war, auf diesem Bild präsentiert das vorderste Model eine Robe in mehreren Lagen leichten, halbtransparenten Stoffs, der im Luftzug des den Laufsteg entlang Schreitens immer in Bewegung bleibt. Die obere als bodenlanges Cape drapierte Stofflage ist an den Rändern und im oberen Bereich mit Flecken in Grüntönen übersät, die an die Blätter von Bäumen erinnern. Darunter sind auf dieser Lage ebenso wie auf der mittleren Stofflage große Hirschgeweihe gemalt. Patricia Michaels, die den Taos Pueblo angehört, erklärt dazu, the heritage of our hunters honors the animals and all life that is provided for us. It is the cycle of life that is our everyday respect to Mother Earth and what she has provided for us. Es ist das Erbe unserer Jäger, das die Tiere und alles Leben, das wir geschenkt bekommen, achtet und ehrt. Im Kreislauf des Lebens achten und wertschätzen wir Mutter Erde und was sie uns bereitstellt. Die Hirschgeweihe in ihren Designs versteht sie
als Hommage an die Jäger der Taos Pueblo. Zudem nehme ich an, dass die traditionelle Hirschtanzzeremonie der Taos Pueblo hier ebenfalls eine Rolle spielt. Da es sich dabei aber um eine sakrale Zeremonie handelt, die nicht für Außenstehende bestimmt ist, vertiefe ich diesen Aspekt hier nicht weiter. Entgegen der unautorisierten kulturellen Aneignung in westlicher Mode gehen indigene ModedesignerInnen mit den Elementen ihrer eigenen Kulturen in uniformierter, verantwortungsvoller und respektvoller Weise um. Wie bereits erläutert, ehrt Patricia Michaels zum Beispiel die Jagdtradition der Taos Pueblo auf integre Weise, ohne internes Wissen oder sakrales preiszugeben. Vergleichbar dazu verwendet die Modedesignerin Pamela Baker bestimmte traditionelle Motive der kanadischen First Nations des pazifischen Nordwestens Kanadas, denen sie entstammt, unter anderem Tlingit, Haida sowie Squamish. In ihrer 2019er Kollektion arbeitet Pamela Baker Motive einer Chilkat-Decke in ihre Modedesigns ein, wie sie von den Tlingit und Haida gewebt und von dazu autorisierten Personen getragen werden dürfen. Damit ehrt sie ihre verstorbene Mutter, die per Erbfolge Oberhaupt ihres Volkes war, was wiederum Bakers Familie und somit sie selbst befugt, Motive der Chilkat-Decke ihrer Mutter zu verwenden. Menschen außerhalb ihrer Familie ist dies nicht erlaubt. Also es gibt da auch Differenzierungen innerhalb der indigenen Bevölkerung. Der Diné-Modedesigner Orlando Dugie gilt als Ausnahmetalent, vor allem weil er es als Autodidakt bis auf die New York Style Fashion Week geschafft hat. Er lässt sich von seiner Erinnerung daran inspirieren, wie er als Kind auf der Schaffarm seiner Großeltern in der Wüste im Norden Arizonas oft stundenlang die Sterne betrachtete. Die Großeltern zeigten ihm Sternkonstellationen, erzählten und sangen darüber. Er sagt: "That's why I like to do a lot of beading. It reminds me of the stars." Darum verarbeite ich gern Perlen. Sie erinnern mich an die Sterne. Und ich habe hier deshalb einen Ausschnitt aus diesem Kleid genommen, um zu zeigen, wie er Perlen verarbeitet. Die sind sehr dreidimensional. Die sind in Anführungszeichen nicht nur aufgestickt, sondern sie bilden dreidimensionale Gebilde. Dies ist unmittelbar in der aufwendigen Perlenarbeit am Ella-Dress zu sehen. Das ist das Ella-Dress. Die Sterne haben zudem große Bedeutung für die Diné. Diné sind auch bekannt als die Navajo, die astronomisches Wissen in Liedern und Gebeten über Generationen hinweg überliefert haben. Dugie weist darauf hin, dass die Menschen in seiner Kultur bei Sonnenaufgang aufstehen, wenn die Sterne noch sichtbar sind. Für Dugie kommt außerdem der Diné-Begriff Walk in Beauty hinzu. Er bezeichnet eine Lebensweise, wonach man in Harmonie mit allem und jedem um sich herum lebt, eine Art Zustand der Gnade, den Orlando Dugie als die Basis seiner Kreationen betrachtet. Beauty before me, beauty behind me, beauty below me, beauty above me, beauty all around me. I walk in beauty. Orlando Dugie hat sich dieser Schönheit, die eben nicht nur äußerlich ist, verschrieben. Er fertigt seine extravaganten Kreationen von Hand und folgt dabei den alten Diné-Kunsthandwerkstraditionen des Färbens, Webens und Verzierens, eben hier mit Perlen, um indigene Frauen zu schmücken. Indigene Frauen würdig und in Schönheit im vorhin genannten Sinne einzukleiden, ist Orlando Dugie ein Herzensanliegen. Und dieses Anliegen teilt er auch mit anderen DesignerInnen. Es steht im Zusammenhang mit dem ungeheuren Ausmaß, in dem indigene Frauen Missbrauch und Gewalt bis zur Ermordung ausgesetzt sind. So haben indigene Frauen ein dreimal so hohes Risiko, Opfer von Gewaltverbrechen zu werden, wie nicht indigene Frauen. Und ihre Sterberate liegt 6-mal höher als die anderer Frauen. Dieser Missstand hat vielfältige Gründe, die im Rahmen dieser Einführung zu weit führen würden. Aber seit kurzem wird dieses Thema auf offizieller Ebene anerkannt, nämlich in dem Fall von Deb Harnon, die selbst indigen ist und zu den Laguna Pueblo gehört und die im März diesen Jahres US-Innenministerin geworden ist.
Das Innenministerium stellt nun dringend benötigte Mittel und Stellen zur Aufklärung der zahllosen Fälle und Unterstützung der Familien bereit. In jedem Fall sehen viele einen Zusammenhang zwischen der hohen Todesrate unter indigenen Frauen und der weit verbreiteten Gewalterfahrung indigener Frauen einerseits und dem landläufigen Stereotypen indigener Frauen andererseits, die von der hypersexualisierten Pocahontas-Figur bis zum ungebildeten Sexobjekt reichen. Vor diesem Hintergrund kommt das Anliegen indigener ModeschöpferInnen, Kleidungsstücke zu schaffen, welche die Würde, das Selbstwertgefühl und die Schönheit indigener Frauen zum Ausdruck bringen, eine existenzielle und sozialpolitische Bedeutung. So widmete die Designerin Patricia Michaels, die ich vorhin schon erwähnte, ihre auf der 2019er Swire Fashion Show gezeigte Kollektion The Missing and Murdered Indigenous Women and Girls. Manchmal ist es auch relevant, wo die indigenen Designs jenseits des Laufstegs getragen werden, um ihre Wirkung zu haben. Als der Film The Revenant, der Rückkehrer 2016 in 12 Kategorien für den Oscar nominiert war, fuhr auch der indigene Schauspieler Dwayne E. Howard nach Hollywood. Er war übrigens nach 25 Jahren, das heißt nach Der mit dem Wolf tanzt, der erste indigene Schauspieler auf einer Oscar-Verleihung. Für seinen Auftritt auf dem roten Teppich von Hollywood trug er einen von der Haida-Modedesignerin Dorothy Grant entworfenen Smoking, dessen Revers kunstvoll mit Adler- und Rabenmotiven bestickt war. Sie sehen ihn also einmal auf der Fashion Show und hier auf dem roten Teppich von Hollywood. Da Menschen, die in ihre Designs tragen, auf sich und das, was sie erreicht haben, stolz sein sollen, war das der perfekte Anlass für diesen Smoking. In diesem Ziel folgt Dorothy Grant den Lehren ihrer Großmutter. Dort heißt es Ya-Gudan in der Haida-Kultur. Das Wort bedeutet Respect of oneself, also Selbstrespekt, was auch Selbstbewusstsein ebenso wie ein mit sich im Lotsein beinhaltet. Dorothy Grant ist bereits seit 35 Jahren sehr erfolgreich im Modegeschäft und entwirft nicht nur ihre Kollektionen, sondern stellt sie auch her und vertreibt sie sowohl im Großhandel als auch im Einzelhandel. Einige ihrer Werke werden in mittlerweile 13 Museen in Kanada, den USA und Großbritannien ausgestellt, als Beispiele für indigenes Modedesign. Damit möchte ich einfach auch darauf hinweisen, dass manches über indigene Fashion uns neu sein mag, aber auch die indigene Fashion schon eine Tradition hat als Haute Couture. In der Fotoausstellung zum Native Runway in DAI können Sie noch viele weitere unterschiedliche indigene Modedesigns und DesignerInnen kennenlernen, aus denen deren individuelle Kreativität im Umgang mit der jeweiligen Kultur spricht. In den indigenen Modeschöpfungen finden Sie moderne und lebendige Ausdrucksformen für Indigenität in Nordamerika jenseits von Klischees und Stereotypen. Ich wünsche Ihnen viel Freude in der Ausstellung, die Sie in Präsenz, vor Ort und digital besuchen können. Und geht jetzt weiter an Ute, glaube ich. Ja, genau. Ganz herzlichen Dank, Isabel Kleiber. Das war sehr spannend, auch mit der historischen Einbettung. Und jetzt habe ich verstanden, warum das Thema Mode so wichtig ist in diesem Kontext. Es ist kein neues Thema, sondern ein altes Thema, aber hat eine ganz aktuelle Bedeutung und wird natürlich auf eine ganz andere Ebene gehoben in diesem Kontext, in dieser Fashion Show und damit letztlich ja auch hier im DAI. Ganz herzlichen Dank für die Einbettung und ich bin sehr froh, dass wir die Ausstellung zeigen können in diesen Tagen. Du hast es eben erwähnt, wir können sie online sehen, aber wir können auch tatsächlich ins DAI kommen, wenn sie in der Nähe sind und die Bilder vor Ort schauen. Wir haben die 2G-Regelung. Und die gilt auch, wenn wir uns nicht zusammen hinsetzen.
Also schauen Sie vorbei. Jetzt möchte ich gerne noch das Wort weitergeben an Dr. Nina Reuter, die uns aus der Schweiz zugeschaltet ist. Sie ist Musikethnologin und arbeitet als unabhängige Wissenschaftlerin, hat sehr viel Erfahrung mit Native Americans, ist schon sehr lange dabei, auch ein paar Jahre bei dem Indiana Inuit Festival als Expertin. Sie gibt Workshops für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Unterrichtet Sprachen, aber auch interkulturelles Training. Also eine ganz rundum versierte Kooperationspartnerin. Leider konnte der Chef des Festivals Gunter Lange heute nicht dabei sein, aber er wird uns vielleicht jetzt sogar schon zuhören. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind, Frau Dr. Reuter. Bitte schön zum Filmfestival. Ja, ganz herzlichen Dank für diese liebe Einführung. Zuallererst einen ganz herzlichen Gruß von Gunter Lange und Dr. Sonja Schirle, den beiden Gründerinnen des Filmfestivals, die leider heute nicht mit dabei sein können und mich daher gebeten haben, sie kurz zu vertreten, um kurz das Filmfestival vorzustellen. Es handelt sich bei dem Indiana Inuit Nordamerika Filmfestival um ein sehr einzigartiges Filmfestival in Europa, da wir vor allem Filme nicht nur über Indigene Nordamerikas, sondern vor allen Dingen mit und von Indigenen gedreht und dargestellt und gearbeitet darstellen. In der letzten Zeit hat sich es ein kleines bisschen geöffnet, aber wenn andere Regisseure oder Schauspieler mit auftauchen, dann läuft das immer unter indigener Regie halt. Und das ist uns sehr wichtig, weil ein Hauptpunkt des Filmfestivals auch eben ist, die etablierten Stereotypen über das Bild, was wir von den Indianern heute noch auch hier haben, einfach zu korrigieren und zu zeigen, wie die Wirklichkeit ist. Und da spielt, wie Dr. Isabel Kleiber, eben gerade das auch sehr ausdrücklich und sehr schön formuliert hat, eben die Mode eine sehr große Rolle. Das Filmfestival ist 2004 gegründet worden, ist sehr schnell unter Schirmherrschaften von indigenen Filmfestivals in Nordamerika gekommen, unter anderem vor allem das American Indian Film Institute und Filmfestival in San Francisco, was selbst eines der ganz großen Foren gewesen ist, um überhaupt indigenen Film in die Wege zu leiten. Kurz darauf auch das Dream Speakers Film Festival in Edmonton in Kanada, ein Schirmherr und somit auch eine Garantie dafür, dass die Filme, die wir zeigen, eben auch von der indigenen Seite konzipiert und unterstützt sind. Ein weiteres Schirmherrschaft ist die UNICEF in Stuttgart. Daher gibt es auch jedes Mal einen Kinderfilmwettbewerb für einen der verschiedenen Awards, die wir austeilen. Andere Filme sind Kurzfilme, Dokumentarfilme, Spielfilmlänge und wir haben auch einen Musikvideo-Publikumspreis mit dabei. Für die anderen drei eben genannten Kategorien sind wir in Zusammenarbeit eben mit verschiedenen Universitäten, unter anderem mit Isabel Kleiber von der Universität Tübingen, ansonsten mit Professor Kerstin Knopf von der Universität Bremen und mit Dr. Eva Glüber von der Universität Konstanz. Wir haben weitere Kooperationspartner. Wir danken der VHS Stuttgart, Rote Bildplatz, dass wir dort das Filmfestival immer statthaben können. Und leider, eigentlich hätte es jetzt im Februar kommendes Jahr stattfinden sollen, live, Präsenz. Aber aufgrund der Situation und aus Respekt und Schutz sowohl unseren Gästen als dem Team als eben auch dem Publikum gegenüber haben wir uns dann schweren Herzens vor kurzem beschlossen, das gesamte Filmfestival auf Anfang Februar, 2. bis 5. Februar 2023 zu verschieben. Und zwar auch aufgrund der Tatsache, dass unser Filmfestival davon lebt, dass indigene Gäste anwesend sind, es einen Austausch zwischen dem Publikum, zwischen den ganzen Themen, den Mitarbeitern an dem Filmfestival und den Gästen direkt geben kann. Und auch deswegen, weil wir halt nicht nur Filme zeigen, sondern das ganze Filmfestival von einem Rahmenprogramm begleitet ist. Ein Teil ist eben die Ausstellung, die hier heute eingeleitet wird. Ein anderer Teil ist ein Panel über Cultural Appropriation, kulturelle Aneignung, was dann auch im nächsten 23. Februar stattfinden wird, sowie ein musikalisches Rahmenprogramm mit Konzerten an diversen Orten, wo 23 zwei junge Musiker auftreten werden, die selber auch den ganzen synkretischen Hintergrund, den die meisten Indigenen Nordamerikas, aber nicht alle auch heute eben auch haben, darstellen.
Im Weiteren danken wir auch sehr dem Lindenmuseum Stuttgart, ein weiterer Kooperationspartner, dem Deutsch-Amerikanischen Zentrum Stuttgart, dem DAI in Tübingen auf jeden Fall auch, Women in Film and Television Germany, ein weiterer Kooperationspartner, sowohl Institute of American Indian Arts in Santa Fe, was kürzlich dazugekommen ist, die eben auch eine Ausbildung für junge indigene Filmemacher zur Verfügung stellen, anbieten. Ja, soweit. Wir sind im Augenblick im Team noch etwas am Überlegen, ob wir vielleicht einen kleinen Einblick zu der ursprünglich geplanten Termin Anfang Februar 2022 zeigen werden. Das ist aber noch im Gespräch. Deswegen, es bleibt spannend und halten Sie sich auf dem Laufenden. Auf unserer Website werden wir definitiv immer aktuell den Status da. Ansonsten wünschen wir euch, dass ihr viel die Ausstellung besuchen werdet und viel Einblicke auch haben könnt durch diese Fotos, die eben eine ganz gegenwärtige Auffassung von was heißt Indigenität, was heißt es heute Native American oder First Nation zu sein, darstellen. Und als nächstes würden wir euch kurz gern den Filmtrailer für das Filmfestival vorstellen und in der Hoffnung, euch dann 2023 in Stuttgart begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank und somit zurück an Ute. There's a lot of misconceptions about Native art. It just like hit me that like people really have no idea about Native people. Ja, spannend. Der Trailer macht natürlich total Lust auf die Filme und ich würde das unterstützen wollen, dass ihr vielleicht eine kleine Auswahl zum ursprünglich geplanten Termin vielleicht doch schon vorstellen könnt. Aber das große Festival, wie gesagt, aufgrund der Pandemie auf das Frühjahr, frühe Frühjahr, den Winter in 2023 verschoben. Wir bieten eine Möglichkeit, sich mit der indigenen Kultur auseinanderzusetzen. Zum einen durch die Ausstellung, zum anderen durch den Artist Talk mit einer der Kuratorinnen, Amber Dawn Beer-Robe, und ich möchte die zweite Kuratorin auch nennen, Erika Knecht. Die ganze Kooperation ging so los, dass sie vor 3 bis 4 Jahren hier bei mir im Büro auftauchte, nach einem kurzen Telefonat, und sagte, ich habe was ganz Interessantes, und ich bin sofort drauf eingestiegen, drauf abgefahren, habe gedacht, das müssen wir machen. Das war die Fotoausstellung mit Fotos von Cara Romero, unsere erste Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat. Ich freue mich sehr auf das Publikum, ob online oder auch real. Auch die Fotos kann man online sehen. Bitte nutzen Sie und nutzt die Möglichkeit. Der Link wird, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal auch veröffentlicht, sonst auf unserer Website DAI Tübingen ganz einfach zu finden. Ich möchte jetzt nochmal den Rednerinnen des heutigen Abends Danke sagen. Ich möchte unserer Technik, dem Kulturreferenten Daniel Messmer im Hintergrund, Danke sagen, der das alles so schön gemanagt hat. Thank you for coming, Elizabeth Horst. We're going to go to school tomorrow and have more fun with little ones, with little kids. Ich möchte aber auch jetzt noch Danke sagen unseren Fördern dieser Ausstellung und unseres Programms. Natürlich dem Filmfestival, aber auch dem Regierungspräsidium Tübingen, der Unistadt Tübingen, der Stiftung Landesbank Baden-Württemberg und dem Auswärtigen Amt. Das war es jetzt von meiner Seite für heute Abend.
Wie gesagt, es ist alles auf YouTube. Sie können es nochmal anschauen. Sie können den Link weiterleiten an Freunde. Wir werden es natürlich auch über Social Media weiter verbreiten. Also diese Einführung und der gesamte Abend kann auch weiter geschaut werden. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Stay clean. See you again. Bye-bye.